Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind jetzt in Schloss Goldfurt und betreten das jetzt auch. So, ich sehe da schon. Kommst du her? Kommt ihr alle her? Ja. Okay, der ist... Der ist krass rot. Ich sehe mich hier erstmal um. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Gibt es hier irgendwie einen Schalter oder so dafür? Oder da hinten? Ich glaube, das ist eher so ein komplettes Rätsel, das Ding hier. Wir suchen Bücher. König, Lüstern und Bauernmarkt Devotia. Nehme ich mal mit. Ich höre auf jeden Fall da hinten noch Schritte, aber... Okay, hier gibt es sonst nichts. Bücher. Stern Sommernacht. Haben wir aber auch noch nicht gelesen. Gerüsteter verloren, ne? Yo. Eine Tunika, okay. Gibt es hier sonst noch was? Hier ist eine Tür. Benötigt einen Schlüssel. Also irgendwo ist hier dann ein Schlüssel versteckt. Geht's da hinten noch weiter? Ich glaube schon, oder? Ja, hier. Benötigt einen Schlüssel. Hat hier keiner einen Schlüssel? Oder liegt hier irgendwo eins? Ich glaube, das hier wäre der Weg. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Schalter. Falls wir einen finden. Ich sehe keinen. Damit irgendwie was? Hat es vielleicht irgendwie doch mit einer Hauptquest zu tun? Der hat nur ein Stahlschwert. Hier vielleicht einen Schlüssel? Der hat keinen Schlüssel. Liegt hier irgendwo einer? Melee, Argwend, Nerim und dann Enderal ist... Wo ist Enderal? Das ist da oben, ne? Enderal. Ach, Enderal ist so nah an Melee. Ah, okay. Und da Nere. Von hier sind die darüber geschwommen. Die muss dann Melee und Argwend vorbei. Keine Ahnung, was das da unten ist. Kyra, ne?
Hier ist Kyra. Und Islands of Skarrag. Was ist das denn? Echt schöne Bilder. Aber... hier wird ein Schlüssel benötigt. Ich sehe aber keinen Schlüssel. Auch nicht auf den Tischen. Ich habe so das Gefühl, ich bin hier viel zu früh und kann das hier noch gar nicht machen. Kann das sein? Ja, ich spüre ein flaues Gefühl, das kennen wir bereits. Okay, da ist ein kleiner Grafikfehler am Fenster. Oder gibt es hier irgendwie noch einen anderen Eingang? Ich glaube, das wird später erst relevant. Oder wenn wir eine gewisse Quest hier finden. Ich glaube, andernfalls brauchen wir es hier gar nicht erst versuchen. Schade. Ich hätte das wirklich gerne jetzt mal gemacht, jetzt wo wir stark genug sind. Und dann müssen wir vielleicht... hoppala. Wir haben einen Änderungspunkt, den wir investieren können. So, wo in das Adlerauge? Haben wir bereits. Diebeslehrling? Was macht denn das? Gesellenschlösser sind nun knackbar und Schlösser mit dieser oder geringer Schwierigkeit sind 25% einfach. Machen wir mal. Okay, die Knochen fliegen hier jetzt erstmal wieder und... so. Ist die Windbuch, obwohl. Komm so ran. Brauche nicht mal zu klettern. Okay. Das war dann ihr Glauben Ende der letzten Folge von mir, dass ich da nicht rankomme. Ja, was machen wir dann stattdessen? Wir haben jetzt Geheimnisse herausfinden, was der Schlüssel von Jero da aufmacht und ein bewegendes Bildnis. Fremde Horizonte. Wissen über Enderal. 22 von 40 haben wir. Okay, hier sind irgendwo wieder Küstenpirscher. Ich weiß nur nicht wo. Aber ja gut, dann machen wir uns auf den Weg hier zum Myradenturm im Nebelheim. Ich glaube, ich würde von der Sonnenküste zum Nebelheimer Myradenturm einfach schnell reisen. Ich glaube, wäre sinnvoller.
Dann erleben wir endlich mal wieder was. Jetzt letzte Folge hatten wir jetzt nichts erlebt. Nur spazieren gegangen, sage ich jetzt mal. Dann können wir jetzt mal eben was erleben. Also, der sitzt da immer noch gemütlich. Nee, warte. Die Richtung. Okay. So, kurz überlegen, wo muss ich hier jetzt lang? Okay, da lang. Die Schilder sagen schon wohin. Da chillen wieder Punkte. Na ihr? Ach nur du. So, dann nehmen wir mal das und das. Sonst ist hier, glaube ich, gar nichts mehr, oder? So. Die Entfernung möchte ich. Wie schön, dass da jemand hängt. Das mag ich auch irgendwie. Ich glaube, ich habe eine Windwurz irgendwo gehört. Ich bin mir nur nicht sicher. Sobald wir aber diese Quest abgeschlossen haben, würde ich dann mit der Hauptquest mal weitermachen. Weil es ist jetzt wirklich schon sehr lange her, wo wir die Hauptquest gemacht hatten. Und bevor ich dann alles vergesse, worum es da ging, würde ich dann damit weitermachen. Entlang. Du weißt schon, dass das Holz ist. Das hat einen anderen Ton. Alfred, guck mich jetzt nicht so an. Ja, gut. Wenn er so tun will, als würde er auf Metall hauen. Aber das Meckern auf hohem Niveau. So. An sich, ich finde bisher diese Total Conversion mega. Richtig gut gelungen, bis jetzt noch. Ich weiß nicht, ob das später sich ändern wird, aber bis jetzt ist es auf jeden Fall noch mega gut.
Ich möchte mit dem Myraden fliegen. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Nebelheim. So, wir sind jetzt da. Das verlorene Bildnis finden. Ah, ich muss da runter, okay. Überlebe ich das? Bis jetzt sieht es danach aus. Kehlsteinverarbeitungsanlage. Was war denn hier nochmal? Sind hier noch Leute? Verlorene Bildnis finden. Hatte ich es mal gefunden überhaupt? Autsch. Moin. Ich dachte schon, das wird heute gar nichts. Zuerst den Magier weg. Wo sind denn das jetzt? Ich glaube, das war ein Fehler. Genesungstrank? Ich glaube, das mit dem Magier wird jetzt schwierig. Aus dem Weg! Lass mich den Magier erstmal erledigen! Jetzt hat der mich erwischt. Mist. Okay, wo hat's gespeichert? Hier, okay. Autsch. War doch nicht so einfach, wie ich das geglaubt hatte. So, machen wir jetzt einen nach dem anderen. Beim Arsch des Propheten, da war was. Beim Arsch des Propheten, da war was. Da ist der Wildmagier. Beim Arsch des Propheten, da war was. Natürlich kommen sie jetzt alle. Was? Geht nicht! Komm schon! Das war. Hast du dir die falschen Teile ausgesucht? Heilige Scheiße! Hier wirst du brennen, das schwöre ich dir! Geht nicht! Komm schon!
Mist! Okay, der ist schon mal weg. Alter, der Magier, der. So, jetzt. Okay, die ist tot. Er ist tot. Alter, das war aber ein Kampf, okay. Jetzt haben wir sie. So, der Marodeur. Und jetzt gönnen wir uns mal eine Brezel. Der hat einen Dietrich. Die waren hier doch ein bisschen heftiger. Das speichern wir definitiv, dass wir das überlebt haben. So, was genau suchen wir da? Da vorne suchen wir irgendwas. Das hier? Interagieren, Rüß. Wartet, wartet! Ihr gehört nicht zu den Banditen, oder? Was? Spreche ich gerade mit einem Bild? Nein! Das heißt doch. Aber ich bin ein Mensch. Diese verdammte Hexe Andraster hält mich hier drinnen gefangen. Liv, sie hat es geschafft, mit mir zu fliehen. Aber dann waren da diese Banditen und sie haben sie getötet. Oh, bei den sieben Göttlichen, sie haben sie getötet. Andraster hat euch in dieses Bild gebannt? Stellt euch vor, ja. Sonst würdet ihr wohl kaum gerade mit einem Gemälde sprechen, oder? Andraster, das ist es, was sie tut. Sie absorbiert uns, raubt Menschen ihre Essenz und sperrt sie in diese verdammten Bilder. Deswegen sind sie auch so lebendig, versteht ihr? Normalerweise würdet ihr auch nicht mit mir sprechen können, aber... Den Göttern sei Dank verstehe ich selbst das ein oder andere von Magie. Aber leider wohl nicht genug. Beruhigt euch, erzählt mir noch einmal alles von vorne. Ja, natürlich. Liv, meine Gefährtin und ich, wir sind Söldner. Hexenjäger, wenn ich so wollt, aus Arasial. Und wer hat euch auf Andraster angesetzt? So ein Arker Erhabener. Er wollte uns seinen Namen nicht sagen, weil er Angst hatte. Anfangs dachte ich, er würde übertreiben, aber jetzt weiß ich es besser. Andraster, sie hasst Ark. Vor allem den Adel dort. Sie sagt, er sei dekadent und verdorben und schätze sich um nichts als Groschen und Prestige, während in der Unterstadt die Leute vor die Hunde gehen. Und sie ist Wildmagierin. Eine Psionikerin, um genau zu sein. Diese Gemälde, es ist ihre Art, Gerechtigkeit zu üben, versteht ihr? Selbstjustiz. Wartet, ihr meint, sie tötet Adlige, indem sie sie porträtiert? Ja, sie wartet, wie sie von selbst zu ihr kommen. Wusstet ihr, was ein Gemälde bei ihr kostet? Dafür könnte sich ein Handwerker ein ganzes Haus kaufen. Und sie meinte, wer so viel Geld für reine Eitelkeit verprasst, hat sein Recht als Mensch verwirkt. Es klingt skurril, aber es ist so. Das Perfide ist, dass man am Anfang gar nichts bemerkt. Die Leute, die sie malt, sie wirken wie zuvor, aber in Wahrheit sind sie nur noch Verlorene. Wie Puppen ohne Verstand, die ihrem Tageswerk nachgehen. Und dann, meistens ein paar Monde nach dem Porträt, sterben sie.
Selbstmord. Herzstillstand. Nichts, was man mit Andraster in Verbindung setzen würde. Naja, unser Auftraggeber ist dahinter gekommen. Er hat mich und Liv angeheuert, ihr ein Ende zu setzen. Könnten diese Gemälde dann auch der Grund für ihr Aussehen sein? Sie sieht bei weitem nicht aus wie eine alte Frau. Ich vermute es mal, ja. Es gibt Aufzeichnungen von Psionikern oder Entropisten, die mit ihrer Magie derlei Dinge bewirken können. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich will nur hier raus. Und ich will dafür sorgen, dass dieses Bild das letzte war, was diese Hure gemalt hat. Verstehe, dann hat euch dieser Adlige also angeheuert. Und was passiert? Tja, wir sind zu ihr gereist, Liv und ich, und haben uns als adelig hier ausgegeben, die von ihrer legendären Malerei gehört hätten. Dann hat sie uns gemalt. Mich zuerst. Ich dachte, ich würde schon merken, wenn sie mit dem Zauber beginnen würde, aber zack, auf einmal war ich in diesem verdammten Bild. Liv hat es auch erst zu spät gemerkt, aber sie hat es immerhin geschafft, Andraster an sie überzuziehen und mit dem Bild zu fliehen. Das Ganze wäre auch gut gegangen, wenn diese verdammten Wegelagerer nicht gewesen wären, um die ihr euch eben gekümmert habt. Sie haben Liv einfach... Ihr wisst schon. Naja, den Göttlichen sei Dank seid ihr jetzt da. Und so wie ihr kämpft, glaube ich, dass ihr es mit Andraster aufnehmen könntet. Also bitte, ich glaube, ich weiß, wie ich mich aus diesem Bild befreien kann, aber dafür muss Andraster sterben. Bringt mich zurück und tötet sie. Ein für alle Mal. Und was, wenn das nicht funktioniert? Okay, na schön, ich bringe euch zu ihr. Dann sehen wir weiter. Danke. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie damit durchkommt. Nicht nach allem, was geschehen ist. Und lassen wir den Vorwürfen konfrontieren. Pulver lassen wir mal hier. Wo ging es hier nochmal raus? Hier. Und wo ist Liv, wenn sie getötet wurde? Liegt die vielleicht unten? Ich gucke mal. Im Wasser? Vielleicht wurde sie da in Anführungszeichen entsorgt. Noch eine Windwurz. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche, aber ich nehme die einfach alle mit. Okay, hier ist keine Liv. Dann jetzt Andraster konfrontieren. Ich weiß nicht, will ich selber in so einem Gemälde enden? Andraster, da oben, zur alten Wassermühle. Gibt's hier wieder Wegelagerer? Ein Genesungstrank nehmen wir mit. Trockener Brunnenschacht. Ich gehe mal von aus, hier ist niemand mehr.
Stimmt, hier waren irgendwann mal Türen. Die sind ja jetzt auch nicht mehr so da. Die haben wir ja auch auf die eine oder andere Art erledigt. Alter, jetzt erschrecke ich mich. So, Düstertal. Warte mal, gibt es hier eine Abkürzung zu ihr? Ah, ne, da ist wieder so ein Dingens. Ja, gut. Immer diese Waldelementare. Aber da wären wir bei Adrastas Mühle. Wie schaffen es eigentlich die Adligen hier hinzukommen, ohne drauf zu gehen? Vielleicht vorsichtshalber einmal speichern? Adrasta? Adrasta? Na, wenn das nicht meine neue Freundin ist. Und? Fündig geworden? Könnte man so sagen. Und ich weiß, dass ihr mit euren Bildern Menschen ermordet. Oh, welch drastischer Vorwurf. Und wer hat euch zu dieser Erkenntnis verholfen? Der verschollene König aus Althinter-Aranat? Oder doch nur ein Zug Friedenskraut zu viel? Spar dir die Sprüche. Sie weiß alles. Macht einfach kurzen Prozess mit ihr. Na schön. Ich schätze, weiter um den heißen Brei herumzureden, macht wirklich keinen Sinn mehr. Also, wie soll ich es formulieren? Unser arasialischer Freund dort im Gemälde hat recht. Ich habe diese Schnösel aus der Oberstadt auf dem Gewissen. Und wisst ihr was? Ich fühle keine Reue. Jeder einzelne dieser Bastarde hat es verdient zu sterben. Und warum? Glaubt ihr, ich habe diesen Ort aus Zufall für meine Werkstatt gewählt? Er ist der Beweis dafür, wie verdorben dieses Land doch wirklich ist. Tausende von Frauen und Männern abgeschlachtet, weil sie einer Frau folgten, die es wagte zu sagen, dass diese ach so heilige Gesellschaft nichts als eine Lüge ist. Der Pfad, Wegestreue, es sind nichts als geistige Fesseln, damit die Armen arm und die Reichen reich bleiben. Wer sind wir, um unser Schicksal anzuzweifeln? Nur Malfas allein weiß, wofür wir berufen sind. Merkt ihr etwas? Das ist Tyrannen-Inal. Für friss Scheiße oder stirb. Balrak, was soll der Mist? Bring sie einfach um! Habt ihr auch nur den blassen Schimmer, wie viele Menschen dieses Weib auf dem Gewissen hat? Ich habe auch genug hier auf dem Gewissen. Sagt der Hexenjäger aus Arasial. Wart ihr auch dabei bei der Reinigung, frage ich mich? 8212. Wie viele Nomadenkinder habt ihr getötet, nur weil sie die Dreistheit besaßen, die Götter ihrer Ahnen und nicht die Lichtgeborenen anzubeten und darüber hinaus noch über magische Gaben verfügten? Ich hoffe, sie haben gut bezahlt. Ihr tötet sie einfach, verdammte Scheiße! Tötet! Besser so.
Ich weiß, dass ein paar tote Halsabschneider in Seidengewändern nichts auf Dauer ändern werden. Aber es ist zumindest ein bisschen Gerechtigkeit für die armen Seelen, die Tag ein, Tag aus in der Pechgrube vor die Hunde gehen. Was meint ihr mit dem, was sie eben zu dem Söldner gesagt hat? Reinigung. Ich meinte das, was ich gesagt habe. Diese Hexenjäger aus Arasial. Es sind nichts als Barbaren, die für genügend Groschen sogar einem Kleinkind die Kehle durchschneiden würden. Auch wenn dieser Jammerlappen nicht den Eindruck macht. Ihr bringt also die Adligen dazu, sich von euch porträtieren zu lassen und was verflucht sie dadurch? Das habt ihr schön gesagt, mein Kind. Ja, das tue ich. Also behauptet ihr allen Ernstes, diese Morde sind für eine gute Sache? Rache für die Armen? Oder wie soll ich das verstehen? Ich schätze, das hängt davon ab, wie ihr es verstehen wollt. Okay, und was nun? Tja, so wie ich das sehe, gibt es nur zwei Arten, das hier zu beenden. Nummer eins, ihr gebt mir das Gemälde, ich finde eine endgültige Lösung dafür und wir leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Nummer zwei, ihr macht einen Fehler und werdet sterben. Na schön, tut, was ihr tun müsst. Vermutlich ist es besser so. Und Rasta angreift nicht. Denke ich, entscheide mich für den Fehler. Mit endgültiger Lösung meint ihr vermutlich, dass ihr Rüst töten werdet? Für das Wohl aller, ja. Und wie vorher weiterleben bedeutet in dem Fall, dass ihr weiter Adlige porträtiert? Vermutlich. Aber das wird sich zeigen. Wir sind keinen Deut besser als sie eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß jetzt nicht, was sie mit dem Geld macht. Er ist ja auch keinen Deut besser, hat auch wahrscheinlich, weil er hat ja selber gesagt, er ist Hexenjäger und so, hat auch einige Menschen auf dem Gewissen. Und ich weiß nicht, was sie mit ihren Groschen macht, vielleicht gibt sie das auch den Bettlern da in der Unterstadt? Das ist es. Glaub mir. Deswegen, ich würde erstmal das machen. So. Das war's dann wohl. Und nun? Tja, erstmal sollte ich euch vermutlich danken, was? Für einen Augenblick dachte ich, ihr würdet wirklich auf diesen Kindermörder hören. Und ansonsten... Wie bereits gesagt, denke ich, das Klügste wäre, wenn wir einfach alle so weitermachen wie bisher. Ihr geht nach Ark, gebt Erika etwas Geld von mir und die Kunde, dass es mir gut geht und ich weiter munter Bilder male. Sie würde die Wahrheit nicht gut aufnehmen, glaube ich. Was meint ihr? Haben wir eine Abmachung? Haben wir aber nur unter der Bedingung, dass ihr mit diesen Bildern aufhört? Haben wir, Warum kehrt ihr dann nicht einfach nach Ark zurück? Eure Tochter vermisst euch. Vielleicht werde ich das eines Tages... Aber ich weiß nicht. Nicht jetzt. Und ganz ehrlich, bei dem, was man derzeit aus Ark hört, mit diesem roten Wahnsinn und so weiter, wäre Erika vielleicht besser beraten, wenn sie hierher kommen würde. Wisst ihr, so blutig die Geschichte dieses Waldes auch ist, hier ist es ruhig. Und ich bin zu alt für diese Hektik. Aber egal, wie sieht es aus? Haben wir eine Abmachung? Nur wenn ihr mit den Bildern aufhört. Na schön. Ich werde aufhören. Oder zumindest darüber nachdenken. Hier, nehmt das und gebt es ihr. Das sollte erstmal genügen. Ich werde in ein paar Monaten einen Boten schicken, wenn sie wieder Geld braucht. Und das hier ist für euch. Ich denke, so viel bin ich euch schuldig. Jetzt nehmt es nicht persönlich, aber ich wäre über etwas Ruhe dankbar. Ja? Mit Erika sprechen. Ich hoffe wirklich, es werden jetzt keine mehr getötet. Vor allem eigentlich ein raffinierter Mord. So über Bilder jemanden umbringen. Hey!
Von wo ist das jetzt gekommen? Das ist einfach da runtergefallen. Okay, gehen wir jetzt zu Erika. Sie ist ja in Ark, ne? Schnellster Weg nach Ark. Der Weg ist kompliziert. Ich glaube, da lang. Hier haben wir noch ein Lager. Ach, hiervon brauchen wir nichts. Ich glaube, das ist auch der falsche Weg, da lang. Ich wünsche, ich würde die Hauptstraße wiedersehen. Okay, das ist immer noch der richtige Weg. Okay. Na, du bist aber nicht tollwütig hier. Kurz überlegen. Ja, komm, wir gehen über die Brücke. Okay, der Weg ist noch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, doch noch sehr weit. Und ich weiß jetzt nicht, ob unterwegs noch irgendwas passieren wird. Vor allem, wie grau das jetzt gerade wird. Grau und düster. Boah, die Musik, die liebe ich. Okay, der Graufilter ist schon mal weg. Hier lang? Nee. Da lang? Da vorne ist ein Schild. Bin ich jetzt? Okay, ich muss hier weiter durch. Gerade. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Mit Myran fliegen, komm. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Nach Ark. Vor der Ära Asatorons mit dem Beginn der Zeitrechnung her. Hm? Immer wieder schade, wenn ich nichts zu Ende lesen darf. Wenn ich mal was lesen will. Apropos, wir haben ja so ein Buch bekommen. Splitter?
Sentia Sinistra Psionischer Splitter Stufe 2. Lässt einen Gegner in Rage verfallen. Psionik verstärkt Dauer und Wirkung. Höhere Stufen erlauben es, auf stärkere Gegner zu wirken. Kostet einmalig einen Änderungspunkt. Lässt einen Gegner in Rage verfallen. Ja, okay. Nicht genug Änderungspunkte. Schade. Hungertage, so dass wir die alle zumindest mal gelesen haben. Die Ankunft haben wir zweimal. Brief der Chor. Kann sein, dass wir dadurch irgendwas bekommen, oder? König Lüsten und die Bauernmarkt Devotia von Jonna Schmid, verzweifelter Gelehrter. Das möchte ich mal lesen. König Lüstern, so rufet jeglichen Bediensteten des Schlosses hier herbei, auf das er eile ganz nach meinem Wunsche, mir zu helfen aus meiner misslichen Lage. Kammerdiener, sehr misslich, Eure Majestät, ausgesprochen misslich. König Lüstern, lasset den, der dies wegelose Schundwerk geschaffen, morgen noch enthaupten. Rollen sehen will ich seinen Kopf, hineinsehen in die toten Augen und schmähend grinsen über sein erstarrten Gesicht. Nicht ohne weiteres darf dieser Unhold mir davon kommen. Wir wünscht, euer Majestät, wir befiehlt. Seine Zunft hat Schande. Warte mal. Seht bloß, Bedienstete, das Scharnier, es klemmt mir im Schritt auf. Das König glänzend Kronjuwelen sind beengt in ihrer physischen Natur. Mein Herr, recht misslich ist die Lage. Jüngst polierte ich die Lanze des holden Ritters Exiberas. Noch voller Öl und Eisenschmiere sind die Hände mir. Sicher würde ich abrutschen beim Versuche, euer Kämmerchen zu lüften und die Klemmen zu entklemmen. Ich selbst kann's nicht entklemmen, fremde Hand brauche ich dafür. Welch grausig Tag, die Blutlinie ist in Gefahr. Wer soll des Kinderlos Königs Erbe sein, wenn die Juwelen doch noch nach der klemmenden Verklemmung nicht mehr glänzen und den Wert verloren. Was redet ihr denn, Kammerdiener? Ihr zweifelt an der Zweckdienlichkeit des königlichen Goldes? Anderes will ich euch beweisen, Devotia. Ja, mein großer König. Wenn ich dich so sehe, wird das beklemmend Klemmen bloß noch beklemmender. Als würde der Raum, in dem die Kronjuwelen ruhen, immer kleiner. Oder der Großmut und die Güte eurer Majestät wird bei meinem jämmerlichen Anblick bloß noch größer. König ist, hört ihr es, Kammerdiener? Unerwartet groß wird mir der königliche Großmut. Seht nur, das Scharnier. Es löset sich von selbst. Die Nieten platzen, die Schrauben fliegen, aufgesprengt ist, frei liegt das Königs Kronjuwel. Oh Gott, das behalten wir. So, die lesen wir trotzdem einmal so durch. Das Buch behalten wir, dann werden wir vielleicht irgendwann nochmal lesen. Grüße. Grüße. So, wo soll Erika sein? Oben, ne? Ach, da oben ist es schon. Okay, warte mal. So. Erika? Ja? Gibt's was Neues? Ja, und eurer Mutter geht es gut. Hier, das hat sie mir für euch mitgegeben. Wirklich? Zeigt her. Tatsache. Das ist einer ihrer Groschenbeutel. Da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Tausend Dank für eure Hilfe, wirklich. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was ist mit den Gemälden? Wann wird sie wieder liefern? Hat sie etwas dazu gesagt? Sie meint, sie hätte genug vom Malen. Sie will sich anderen Dingen widmen. Die sollte nicht lange auf sie warten lassen. Sie meint, sie hätte einfach nur eine Pause gebraucht, das alles.
Sie meint, sie hätte genug vom Malen. Oh, verdammt, das ist schlecht. Wirklich, wirklich schlecht. Trotzdem... Warum? Ich denke, das hier habt ihr euch für eure Hilfe verdient. Ich weiß, es ist nicht viel, aber dennoch, ihr solltet es haben. Jetzt entschuldigt mich. Es gibt eine Menge Dinge, die erledigt werden müssen. Eine ganze Menge. Ein bewegendes Bildnis. Haben wir abgeschlossen. So, machen wir das mal weg. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Mal mit der Hauptquest weiter. Kaliam Tempel aufsuchen, zum Beispiel. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Mesdames.